Das Spiel hat ja begonnen mit ziemlich vielen Foulspielen. Und erst in der zweiten Hälfte des Spiels ist der VfL richtig ins Spiel gekommen. Waren die Foulspiele zu Anfang vielleicht ausschlaggebend dafür, dass sie nicht von Anfang an die Tore erzielen konnte, die er in der zweiten Halbzeit erzielt hat? Ja, ich denke, das war klar. Magdeburg spielt eine harte Abwehr, eine gute Abwehr, das wussten wir vor dem Spiel. Die haben da einen super Innenblock, den die da hinstellen. Am Anfang hat uns einfach ein bisschen Tempo im Angriff gefehlt. Die ersten 15, 20 Minuten haben wir einfach zu langsam gespielt im Angriff. Nachher haben wir ja dann durch Matze, der reinkam, der das dann super gemacht hat, der hat super viele Bälle gehalten für uns, konnten dann viele Gegenstöße laufen, haben uns dann Schritt für Schritt abgesetzt. Und ja, am Ende haben wir es wieder mal ein bisschen eng gemacht, aber das kennen wir ja von uns, haben es dann nochmal locker rübergebracht wieder. Und nach der Niederlage gegen Melsung war die Erholung, die schnelle Erholung ausschlaggebend dafür, dass ihr heute mit so viel Ehrgeiz in dieses Spiel gegangen seid und dann doch mit einem Sieg rausgekommen seid? Ja, also Melsung war halt das letzte Spiel von der englischen Woche. Wir haben Samstag, Mittwoch, Samstag gespielt, glaube ich. Da waren wir halt Samstag auch ein bisschen müde. Das hat man auch gemerkt in Melsung und da wurde es halt umso schwerer. Und dann hatten wir jetzt zum Glück ein bisschen Pause, haben Sonntag frei gehabt und haben uns Montag dann konzentriert auf Magdeburg, konnten uns dann gut vorbereiten und das Ergebnis haben wir heute gesehen, haben wir super gemacht, glaube ich. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Bei dem heutigen Spiel spricht man ja nicht vom normalen Bundesligaspiel, sondern von einem Traditionsspiel. Ja. Hat das irgendwie Auswirkungen auf das Spiel? Geht man als Spieler emotionsvoller an das Spiel ran oder sagst du, es ist wie ein normales anderes Spiel auch? Ja, also wir wussten halt, dass es ein sehr, sehr körperbetontes Spiel wird und wenn man gesehen hat, dass wir die letzten Spiele eigentlich immer ganz gute Spielzeit, bis auf das Meldungsspiel, wo wir nicht ganz so konsequent zur Sache gegangen sind, haben wir uns natürlich hier viel Chancen rausgerechnet gegen Magdeburg. Und wir haben die letzten Spiele gegen Magdeburg immer zu Hause gewonnen. Und dann haben wir uns halt ab der zweiten Halbzeit absetzen können und kommen dann zusammen Kantersieg. Sagst du vielleicht, dass die Foulspiele direkt am Anfang, dass sie ausschlaggebend dafür waren, dass der VfL nicht so stark ins Spiel gestartet ist wie zur zweiten Halbzeit? Ja, es kann gut sein, aber ich denke auch, wir haben halt noch ein bisschen zu viele Fehler in der ersten Halbzeit gemacht, vor allem im Angriff, die Bälle ein bisschen zu leichtfertig weggeworfen, deswegen haben wir immer wieder mal schnelle Gegenschusstore bekommen und das ist natürlich tödlich, vor allem gegen eine Mannschaft wie Magdeburg und das haben wir halt in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht, die Fehler abgestellt, dann hat Matze Pule überragend hinten drin gehalten und das war dann das perfekte Spiel im Endeffekt von uns. Okay, danke schön. Bitte schön. Also man spricht ja heute von keinem normalen Bundesligaspiel, sondern von einem Traditionsspiel. Geht man da als Spieler ganz anders in dieses Spiel rein, viel emotionsgeladener? Nein, denke ich, jedes Spiel gleich. Ja, ist erste Bundesliga und ist jedes Spiel sehr schwer. Und heute war bis erste Halbzeit war super auch von uns. Wir waren dran, aber danach. Erste 20 Minuten in zweiter Halbzeit war richtig schlecht. Wir haben ein Tor gemacht und ich denke, hat Gummers war heute verdient gewonnen. Die Mannschaft war ja von der Grippewelle befallen. Meinen Sie, war das ausschlaggebend dafür, dass Sie heute nicht richtig ins Spiel gekommen sind? War die Mannschaft immer noch angeschlagen und konnte die richtige Leistung nicht erbringen? Ja, ich habe nicht gehört. Die Mannschaft war ja von der Grippe befallen. Ja. Meinen Sie, war das ausschlaggebend dafür, dass die Mannschaft die Leistung heute nicht erbringen konnte, die sie hätte erbringen müssen? War die Mannschaft immer noch angeschlagen? Ich weiß nicht. Ich hab. Okay, danke. Ich verstehe das. Trotzdem danke. Ja, schon.